Willkommen. Wir möchten Ihnen heute die Funktionsweise von Entertain, dem neuen Fernsehen der Telekom, präsentieren. Und zwar mit dem Media Receiver 102, der Zweitbox, die Sie hier vorne sehen. Diese bedienen Sie ganz bequem über eine Fernbedienung. Ich schalte das Gerät hier oben ein. Es bootet sich und schaltet sich immer in die zuletzt verwendete Funktion. Mit der Taste Menü gelangt man in das Hauptmenü, kann sich dort beispielsweise die Programmübersicht aufrufen. Uns wird hier angezeigt, dass zum Beispiel bei ZDF gerade die Sendung Topfgeldjäger läuft. Im unteren Bereich sehen Sie bei Live-Programmen auch einen kleinen Ausschnitt und eben rechts die Beschreibung sowie die Senddauer und die entsprechenden Daten. Sie können mit den Pfeiltasten aber auch innerhalb der Programmübersicht navigieren, um sich über Sendungen zu informieren, die später am Tag laufen. Die entsprechenden Informationen werden dann am unteren Ende eingeblendet. Und alle diese Sendungen können Sie auf Wunsch auch programmieren. Ganz einfach, indem Sie dann hier unten die rote Taste für Rekord drücken. Und schon erscheint oben Aufnahmen programmiert. Und es wird entsprechend eine rote Kuller neben dem Programm angezeigt. Aber auch oben in der Programmübersicht können Sie erkennen, dass Sie diese Sendung zur Aufnahme programmiert haben. Ansonsten können Sie eben weiter mit den Pfeiltasten auch die Sender durchschalten. Und wenn Sie einen Sender aufrufen möchten, gehen Sie einfach eben auf das Live-Programm drauf, drücken OK. Und schon wechselt das Programm zu diesem Sender, in dem Fall ProSieben. Die Programmübersicht erreichen Sie auch direkt über die Taste EPG für Electronic Programming Guide. Sie können die Sender aber natürlich auch ganz normal über die Programmtasten P, Plus und Minus durchschalten und erhalten dann immer eine kurze Information über die aktuell laufende Sendung. Können natürlich auch den Ton stumm schalten mit der Mute-Taste. Dann wird oben rechts auch angezeigt Ton aus. Sie können sich Optionen einblenden lassen, falls Sie eben etwas am Seitenverhältnis, an Sprache und Ton oder an Untertiteln ändern möchten. In dem Fall wird hier nur Deutsch Stereo ausgestrahlt, deswegen können Sie das auch nur so wählen. Seitenverhältnis ist hier auf normal eingestellt, der Fernseher steuert das. Es gibt aber auch noch verschiedene andere Zoom-Modi, je nachdem, was Sie für den Fernseher haben, ob das eben 4:3 Programme sind oder 16:9. Mit der Taste Exit kommen Sie auch jederzeit aus den entsprechenden Menüs heraus. Ansonsten neben dem Live-Fernsehprogramm können Sie mit Entertain auch ein TV-Archiv nutzen. Dort können Sie sich durch verschiedene Beispielsendungen hindurch navigieren, zum Beispiel zum Thema High Definition. Es gibt hier zum Beispiel ein Musikprogramm, Deluxe Lounge HD. Das können Sie aufrufen, erhalten nochmal Informationen, können dort abspielen sagen, dann lädt er das Programm. Ich muss hier natürlich den Ton wieder anschalten.
mit zurück, würden Sie nochmal in das Menü zurückkommen und können hier natürlich dann auch andere Inhalte auswählen. Nochmal zurückdrücken, kommen Sie immer eine Ebene weiter hoch, können eben hier andere Inhalte auswählen. Zum Beispiel, wenn Ihr Fernseher das unterstützt, auch 3D-Inhalte, es gibt Webvideos. Oder wenn Sie sich über Entertainment informieren möchten, gibt es auch Hilfevideos. Zum Beispiel eben über die verschiedenen Fernbedienungen, über High Definition, über 3D-Funktionen oder hier eben Entertain Highlights, wenn Sie sich über die verschiedenen Möglichkeiten von Entertain informieren möchten.